feuchtfröhlichen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Freunde, zu einer Runde Dark Souls 2. Und ja, heute haben wir einiges vor, also fangen wir ganz schnell an, nachdem wir kurz die Musik leise gestellt haben, habe ich nicht gemerkt, dass das ein bisschen zu laut war in den letzten Folgen. Wenn ich wüsste, wo das geht, na, Soundeffekt da, Musiklautstärke. So, machen wir mal einfach mal. Machen wir mal so. Nein, machen wir mal erstmal so. Das dürfte schon reichen. So, wir haben ja sehr viel vorproduziert, meine lieben Freunde. Haben wir gemacht. So. Dann haben wir ganz, ganz viele Tipps bekommen. Ganz, ganz viele richtig nice Tipps von White Force One. Und deswegen müssen wir jetzt einiges abarbeiten, was wir schon für Tipps bekommen haben unter den verschiedenen, also wir haben verschiedene Videos gehabt und zu den verschiedenen Videos hat er dann Kommentare abgegeben. So, und jetzt muss ich das abarbeiten, weil ich vorproduziert habe. Deswegen habe ich mir auch gesagt, so, ich werde jetzt nicht vorproduzieren. Ich weiß, es war auch jetzt ein bisschen viel. Die letzten Tage, ich habe glaube ich 2 Tage lang 2 Videos rausgebracht. Ich glaube, das war auf World Wars One ein bisschen schwierig, ein bisschen viel. Deswegen, das wird wieder zurückgeschraubt, keine Angst. Also jetzt wird es wieder nur einmal täglich kommen. Ich muss mal ganz schnell weg, damit ich nicht gegen dieses kleine Pisskind kämpfen muss. Das wird wieder zurückgeschraubt, kein Problem. Aber wir wollen halt jetzt versuchen, ins Positive zu kommen. Damit meine ich, dass ich aktuell produziere. Also ich produziere jetzt gerade heute für morgen. Und so will ich das eigentlich auch machen. Heute für heute schaffe ich einfach manchmal nicht. Und ist auch Quatsch. Das ist für mich auch Quatsch. Nee, es ist... Nee, meine ich nicht. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Jetzt haben wir ja doch schon viel Zeit verplempert, um einzelne Sachen abzuarbeiten. So, wir brauchen einmal 4000 Münzen für den Wahrheitssager. Das machen wir, wenn wir im Inventar kleine Seele. Ne, haben wir tatsächlich nicht. Haben wir tatsächlich nicht. Das heißt, Wahrheitssager haben wir selber auch nicht. Nee. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz irgendwo hin 200 Seelen holen. Das. Bei dem Fall ein Riesen. Man surft. Kann man machen, ne? Mach ich das im baldigen Fall ein Riesen. Brauche ich ganz schnell 200 Seelen. Wenn ich die 200 Seelen habe, komme ich zurück zu Majula und kaufe mir das. Das wäre das Erste. Wenn ich das geschafft habe, werde ich schon gewundert. So, das heißt, wir können eigentlich auch ganz schnell erstmal den hier töten. Ist schon mal nice. So, 3900 Seelen. Und dann gehen wir hier mal schnell rein. Mal schnell dicht. Oh, da ist es wieder. Cool. Okay. Ach, 110 Seelen gibt das. Ja, nice. Die Loser geben mehr als die... Oh, ich habe ja gar kein Schild ausgerüstet. Was war das denn? Ups. Lol. Okay, wir gehen back. 4234 Seelen. Das reicht für den einen Wahrheitssager. Und da müssen wir auch direkt wieder nach hierhin weitergefallenen Riese und müssen an einem bestimmten Ort. Das werdet ihr dann gleich sehen. Er hat mich darauf hingewiesen, er hat die 4. Folge gesehen und da war ein bestimmter Ort,
den er mir sozusagen markiert hat, gesagt habe, komm, jo, geh da nochmal hin, kontrolliere da mal gründlich nochmal den Weg, den du da gegangen bist. Da ist nämlich was, was du noch aktivieren kannst. Und da sind nice Dinger hinter. Und das mache ich natürlich dann auch. Wenn er das sagt, dann ist das so. Das ist nämlich der Gott des Dark Souls Spielen. Das sage ich euch. Das ist der Gott des Dark Souls Spielen. Und einem Gott will man nicht widersprechen. Na, ich will ihm ja sowieso nicht widersprechen. Ist ja ganz klar. Ich bin ja wirklich so dankbar über jeden Tipp. Als Dark Souls Anfänger. Von einem Dark Souls Veteranen. Ja. Tipps zu bekommen ist natürlich genial. Ist natürlich genial. Wenn es zu einfach wird, ja, ist es natürlich auch blöd, ist ganz klar. Aber das macht er ja eben nicht. Er gibt mir jetzt nicht so krasse Tipps irgendwie, ja, skill jetzt 10 auf das und dann 7 auf was auch immer und dann bist du richtig krass oder nimm die Waffe des Todes, um die 6 Ritter der Verdammnis zu töten. Als erstes gehst du das lang, da findest du ganz genau da und da was. Also, so macht das nicht. Das ist ganz klar, das will ich auch nicht. Oh, ich halte auf jeden Fall schon ziemlich mehr aus, ne? Das habe ich cool. Ziemlich viel mehr aus. Nice. Schießen. Nice. Scheiße. Oh, können wir ja schnell was trinken. Ja, Junge. Ist mit dem Falschen gespielt. Da hatten wir damals einen Kollegen am Start. Und haben hier die Area geklärt. Jetzt können wir nochmal hier lang gehen und ohne Freund das sozusagen meistern. Mal gucken, ob wir das so souverän schaffen. Ich hoffe es ja mal. Okay, die gehen scheinbar nicht nochmal los. Doch, gehen sie. Nice. Oh, wow, wow, wow. Nice. Zurück. Gut, gut. Gut ausgewichen. Oh, 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 oh. Wenn wir den jetzt sehr gut kriegen. Sehr gut. Nice. Okay. Hammer. Oh, wieso habe ich dem jetzt eigentlich so viel Schaden gemacht? Wenn er sich bückt, vielleicht. Hat das damit was zu tun? Kann schon sein, eigentlich, oder? So, jetzt gehen wir mal außen rum. Die Dinge können wir nicht mehr zerstören. Kann man die überhaupt zerstören? Ne, kann man aber gar nicht. Okay, schade. So, den können wir auch von der Ferne eigentlich angreifen. Das ist nämlich klüger. Ja, ist eigentlich egal. Eine Person da, ach, sind zwei. Aber kriegen wir aus trotzdem. So, gut. Gut, gut, gut. Oh, das sind drei! Ui! Was da? Müssen wir etwas aufpassen, aber haben wir. Oh! Haben wir auch gemacht. So, und jetzt haben wir es gefunden. Hier müssen wir hin. Und wir benutzen den Wahrheitsverkünder. Mal gucken, was passiert. Wie geil. Das ist immer echt nice. Ich liebe das. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich bekomme. Schon mal zwei Truhen. Und jetzt ein Gegenstand aufholen. Titanit-Scholle. Oh, eine Scholle sogar. Also, nicht schlecht. Und die zweite Truhe. Chlorantiering. Chlorantiering. Mal gucken, was das ist.
Erhöht Ausdauerregeneration. Nice, das ist gut, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz... Eitring für Apostel des Blauen. Beschwört euch automatisch in andere Welten. Wie cool ist das denn? Absorbiert Seelen anstelle des Trägers. Was war das nochmal? Er hat es mir erklärt, ich weiß es aber nicht mehr. Scheiße, das hat er mir auch erklärt, was das bedeutet. Ah, da muss ich noch gleich mal nachgucken. Aber gut, gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Oh, ich habe ja richtig gute neue Sachen bekommen. Oh, ist das jetzt schwierig? Oh, es ist schwierig, was ich machen soll, ich weiß es nicht. Also, Lebensring, was ist das? Erhöht maximale TP. Okay, ist ganz gut. Erhöht Angriff. Begrenzt TP-Abzug als Hülle. Braucht man das unbedingt? Braucht man das unbedingt? Nee, eigentlich nicht, ne? Dann mache ich mal Ausdauerregeneration hin. Ring der Wiederherstellung. Stellt langsam TP wieder her. Ist schon nice, aber... Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Ist, glaube ich, schon stärker. Stärkt dafür... Oh, wieso gibt es so keine Ringe? Und man muss sich entscheiden. Aber wir ziehen mal den hier an, weil ich wissen will, was passiert. Ich will einfach wissen, was passiert. Wenn ich jetzt in andere Welten teleportiere? Oder ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich lasse ihn mal an. Ich lasse ihn jetzt einfach mal an. Und mal gucken. Der hat mir gesagt, hier... Beschwört euch automatisch andere Welten. Warte, kann man hier Info anzeigen? Genau. Dies ist der Ring des Eids der blauen Wächter. Leistet diesen Eid und tragt diesen Ring, um automatisch in Welten der blauen Apostel beschworen zu werden, die von dunklen Geistern überfallen wurden. Der Ring trägt das Wappen des blauen Pfads, das den ehrwürdigen Schuhe symbolisiert, den Meister jeder Welt vor dunklen Geistern zu schützen. Achso, also wenn irgendjemand Hilfe braucht, dann werde ich automatisch zu dem teleportiert, also nicht wie normal Hilfe, sondern wenn der von so einem Dunkelgeist, also von einem anderen Spieler angegriffen wurde und deswegen Hilfe braucht, dann werde ich teleportiert. Kann den dann supporten. So habe ich das jetzt einfach mal verstanden. Ob das richtig ist, ich weiß es nicht. Werdet ihr sehen, wenn das Licht angeht. Ah! Okay, nice joke. So. Aber dann... Ich weiß nicht, ob das jetzt im Moment schon so klug ist. Boah, da willst du mir ja nicht helfen, Junge. Also ich rede jetzt mit White Force One. Was ich hier anziehen soll, das sind ja alles so geile Seelen. Achso, jetzt habe ich den gerade hier angefallen. Drückt man sehr. Erhöht körperlich. Ich zieh mal den ein. Also, ich weiß nicht, ob der für den Anfang halt gut ist, dieser eine Ring, den ich jetzt gerade tragen wollte. Ob der so am Anfang nötig ist, ich weiß es nicht. Boah, die Zeit ist schon fast wieder vorbei. Wir haben gar nichts geschafft. Nein, haben eine Sache geschafft. Aber wir brauchen noch so viele Seelen, um... Scheiße. Wir brauchen noch viel mehr Seelen, um... zwei Sachen zu machen. Wir brauchen nämlich einmal Duftzweig. Den Duftzweig brauchen wir, um zum nächsten Endgegner zu kommen. Und außerdem brauchen wir was wollte ich sagen? Genau, wir brauchen Duftzweig zum nächsten Endgegner. Außerdem wollten wir diesen Typen da, der in diesem Jägerhain, also da am Holzding, da wo diese Giftscheiße war ja am Anfang so ein Typ, da habe ich ja auch den Stab her, den ich gerade trage, und den soll ich leer kaufen wohl. Das dauert halt noch ein bisschen, aber dafür brauche ich halt um einiges mehr Seelen. Echt nice, hier im Zauberstab gegen ihn zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie ich früher gefallen habe gegen die Leute.
Das war echt nervig. Die sind echt stark eigentlich. Aber mit Zauberstoff geht das echt cool. Das ist klar. So, eigenes Rufen wohl prüfen. Okay. Okay. Lassen wir uns mal rufen. Mal gucken, vielleicht haben wir auch schon wieder zu viele Seelen. Er sagte auch, dieses Seelenprinzip wird es auch nicht mehr geben bei Dark Souls 3. Das finde ich ganz cool. Weil dass man, wenn man zum Beispiel einen Kumpel spielen kann, dann kann man 10 Tage suchen und kann dann seinen Kumpel hochleveln. Sein. Hat, glaube ich, auch Nachteile. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum sie das eingeführt. Ja, sie haben es auch eingeführt, weil dann theoretisch OP-Leute in andere Welten kommen könnten. Deswegen haben sie es, denke ich, auch eingeführt. Aber ich glaube auch, weil halt dieses Problem wäre mit den, mit seinen Freunden. Also, wenn, sag ich mal, du hast einen Freund, der auch Dark Souls spielt. Oh, ich habe meinen Wecker gegeben. Du hast einen Freund, der auch Dark Souls spielt. Boah, jetzt bin ich echt voll raus. Boah! Zieht aber auch immer. Ja. So. Du hast einen Freund, der auch Dark Souls spielt. Und dann. Ja, nice. Was soll's denn jetzt sein? Ach ja. Und dann hilfst du dem einfach. Also, ich sag jetzt, du hast 30 Stunden in dem Spiel gespielt, R2. Dann gehst du einfach in seine Welt. Ja, gibt's ja Möglichkeiten. Kriegen der Graugul. Den denke ich zum Beispiel. Den Namensring war es auf jeden Fall Dark Souls 2. Ah, ich wurde gerufen. Eine andere Welt. Rüstung des Aurons. Der Könige der Wüstenlande. Nice, das sieht echt gut aus. So, lange haben wir nicht mehr. Wir können denen noch helfen und dann sind wir weg. Sind wir weg. So, erstmal machen. Hallo. Winken. Hallo. Ja, da drei Leute. Hoho. Mit drei Leuten geht er hier vor. Ja, er geht auf Sicherheit. Oh. Komm, ich weck mal einen von den kleinen Pissern, oder? Ja, das macht er, dachte sich er auch. Oh. Schon taub, Jungs. Mal ein bisschen weniger Schaden, wenn wir zu kurz sind. Wie ich finde, wäre ein bisschen krasser, wenn wir hier bei gleichen Schaden zu viert durchlaufen, die man auch. Den gebe ich natürlich dann gar keinen Schaden. Ja, komm, jetzt werden echt nicht zu weit rum. Wollen wir schon mal weitergehen? Nice, Jungs. Nice. Och, du Drecksau. Du Drecksau. Boah. Zu dritt, oh, jetzt ist es Kulum. Der uns gerufen hat, alleine. Das ist natürlich auch nicht die Sinn der Sache. Die haben auch immer eine Range, ne? Das ist echt krass. Ach guck mal, hier habe ich aber jetzt wieder volles Leben, ne? Keine Einschränkung. Ah, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, wo willst du lang? Hey, ich würde ja... Ach, wir sind nur noch zu... Ne, wir sind zu viert. Ich würde ja persönlich jetzt erstmal eigentlich... Ne. Ja, nice. Was war das denn für eine Aktion, Jungs, ey? Da habt ihr ja völlig gelost. Da habt ihr ja völlig gelost. Junge, Junge, Junge. Jetzt müssen wir eigentlich nur blocken, abblocken. Und ich mache mit dem Zauberstab drauf. Ja, ist das eigentlich gar nicht. Ich bin gleich leer von dem. Was hat er eigentlich noch? Guck mal, ich kann einen Lichtschein machen. Nice, oder? Bringt mir in dem Falle gar nichts, aber ich kann es machen. Ach, wir sind nur noch. Ja, zu dritt, okay. Wir waren eben zu dritt, okay. Ja.
Alles gut, ist nur einer gestorben, den ich auch gesehen habe, dass er gestorben ist. So, und Gnulum. Gnulum. Geh bitte vor. Wir folgen dir. Tot. Nee, irgendwie nicht. So, ob wir hier schon. Sterben! Ja, 8000 Seelen. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen back. Hat er eigentlich die Dinger hochgemacht? Ja, ne? Oder? Ne, hat er nicht. Einmal hat er es vergessen. Aber. Hol mal den Stab auch nochmal. Oh nein, Ungolum ist gestorben. Oh nein, Jung. Wie kannst du denn da sterben? Das schafft eigentlich jeder Noob alleine und du stirbst an dem. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Wäre aber echt mies. Knapp. 9000 Seelen. Ja, ich brauche 12000. Da muss ich nächste Folge auch nochmal hier weitermachen. Also wir machen dann und mal ein Menschenbild zu mir nehmen. Oh, ich dachte. Ach, wenn ich das Menschenbild nicht. Oh nee, dann habe ich eigentlich vertan. Ja, egal. Nächste Folge machen wir auf jeden Fall weiter. Viel Spaß noch beim weiteren Gucken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Wild Force One. Was wollte ich nochmal? Ach ja, schreibt mir. Obwohl, das kann ich auch nachgucken. Ja, okay, aber das ist, glaube ich, die effektivste Weise, um wirklich Seelen zu verdienen. Ich wüsste keine bessere Weise jetzt im Moment. Ich muss halt zum nächsten Endgegner. Dafür brauche ich einfach einen Duftzweig. Und das mache ich, indem ich jetzt hier noch einmal jemanden helfe und dann habe ich die 12000 Seelen. Habe ich die 12000 Seelen und dann geht's ja wieder von alleine. Das Seelen sammeln. Ja, damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.